Geht's weiter mit dem Update? Ja. Willkommen, Leute, zu einem... warte. Okay, I guess. Zieh ihn einfach rein. Oh, I can't. Okay. Willkommen, Leute, zu einem Bali-Urlaub-Update-Video von uns. Und zwar, es ist gerade Nepi, deswegen sitzen wir auf dem Boden und versuchen, das Tageslicht zu nutzen, denn wir können kein Licht anmachen. Aber wir wollten uns ganz kurz dazu äußern, weil uns einige Fragen erreichen, wie das jetzt mit dem Rollerfahren auf Bali aussieht. Soll das wirklich durchgesetzt werden, dass Touristen keine Roller mehr fahren dürfen oder nicht? Dazu geben wir euch ein kleines Update. Wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, weil das Ganze in den deutschen Medien natürlich auch immer ganz breit ausgefächert wird und da immer, das ist übrigens mit den meisten Nachrichten so, eher ankommt, als wir es hier überhaupt mitkriegen, haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass die balinesische Regierung darüber nachdenkt, dass hier keine Roller mehr an die Touristen vermietet werden dürfen. Und jetzt geht es darum, dass wir einfach mal unsere Einschätzung zu dem ganzen Thema abgeben. Und zuallererst würde ich gerne dazu sagen, dass ich durchaus verstehen kann, woher dieser Gedanke der Regierung kommt, das Ganze auf Bali zu verbieten. Alleine im letzten Monat sind 2 Leute hier auf Bali durch Rollerunfälle gestorben, Touristen. Und die Regeln werden auch wirklich oft missachtet hier. Wenn sich Touristen hier einen Roller mieten, dann ist es eigentlich so, dass es vorgeschrieben ist, dass man einen internationalen Führerschein vorlegen muss. Das Problem ist, dass es aber nicht kontrolliert wird. Das heißt, in den allermeisten Fällen musst du nichts vorzeigen und die Leute mieten sich halt nicht einfach die kleinsten Piece, mit denen man hier durchaus ordentlich fahren könnte. Nein, es muss immer der größte Roller oder die fetteste Maschine sein. 150 Kubik. Und ich bin Motorradfahrer, ich habe einen Motorradführerschein, deswegen bin ich mir bewusst, wie man fährt und auch im Klaren, was die Regeln sind beim Motorradfahren. Ich habe es dann irgendwann an Lara weitergegeben. Lara hat tatsächlich keinen Motorradführerschein, aber sie hat den alten Führerschein. Ich habe einen Rollerführerschein. Auch noch. I mean, mein Rollerführerschein ist in meinem Führerschein inkludiert. Genau, Lara hat den alten Führerschein. müsst ihr mal bei euch reingucken, das ist dann quasi aus wie ein Fahrrad, nur mit Motor. Und wenn ihr das angekreuzt habt in eurem Führerschein, habt ihr das. Wenn ihr aber ab 2000 seid oder so, dann habt ihr es auf jeden Fall nicht. Selbst wenn man sich hier einen Roller ausleiht, muss man ja Eigenverantwortung mitbringen und sich dann überlegen, ob welcher Roller der richtige für einen ist und dass man vielleicht nicht die größte Maschine braucht. Vielleicht auch als zierliche kleine Frau, die dann da die größte Maschine fährt. Ich habe das so oft schon erlebt, dass ich dann irgendwie anhalten musste und dann der Frau vor mir aufhelfen musste. Weil und die ihren Roller nicht halten können. Ja, das ist total dumm. Und dann fahren die einfach über die Gehwege und denken, die wären die übelsten Locals. Ja. Generell auch die Leute, dass die sich nicht, die meisten tragen keinen Helm beim Fahren, die meisten halten sich nicht an die Verkehrsregeln und klar kann das so rüberkommen, als gäbe es in Bali nicht so viele Verkehrsregeln, aber die gibt es. Zum Beispiel gibt es Linksverkehr oder auch wenn du noch nicht die Fahrerfahrung hast, dann solltest du vielleicht auch einfach warten und nicht versuchen, die ganze Zeit den ganzen Verkehr zu quitten und überall durch die engsten Gassen durchzukommen und so weiter. Es ist wirklich oft mittlerweile, dass Leute irgendwie mit ihren Rollern umfallen, in andere Leute reinfahren. In den Graben reinfahren. Ja, einfach keine Kontrolle über ihren Roller haben. Die geben zu schnell zu viel Gas, fahren einfach in die Wände rein und so weiter. Wir haben es jetzt wirklich tatsächlich oft erlebt. Lara hat letztens jemanden gesehen, der ist in eine Tankstelle reingefahren, in die Wand so. Selten dämlich. Ganz ehrlich. Und wenn man nicht fahren kann, dann soll man sich halt erst vorher einmal, ja, dann soll man üben oder Fahrstunden hier nehmen. Also das kann man bei den Vermietern halt auch machen. Das Problem ist halt, dass es Asien ist. Asien ist korrupt und das Ding ist, der Balinese wird immer das Geld nehmen, bevor er quasi den Kunden verliert und kein Geld bekommt. Die sind halt darauf angewiesen, Geld zu machen. Und die haben auch nicht diese Weitsichtigkeit, dass was passieren kann oder ob jemand haftet. Hier in Asien ist es generell so, meistens haftet einfach niemand. Es haftet immer der Ausländer. Es ist egal, was passiert. Der Roller ist übrigens auch nicht versichert, auch wenn die euch was anderes erzählen. Es gibt hier keine ordentliche Rollerversicherung. Das haben wir, das Thema haben wir schon ganz, ganz durch. Deswegen seid vorsichtig. Das ist ein anderes Thema hier in Asien, wie es hier läuft. Nehmen wir jetzt mal an, dass das Gesetz wirklich so durchgesetzt wird und auch kontrolliert wird. Dann könntet ihr halt immer noch umsteigen auf Gojek und Grab zum Beispiel, was super angenehm ist. Und ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr Leute hier nutzen von den Touristen.
Und auch jetzt gibt es auch immer diese kleinen Roller, die am Straßenrand stehen. Die fangen an, hier auf Bali so E-Scooter zu verteilen für so die Deppen, die nicht fahren können. Fast das gleiche wie in Münster mit diesen, also nicht nur in Münster, sondern in den Großstädten von Deutschland mit diesen Rollern, wo man auch mit einem Bein dingst. Ja, wo aber man hier steht. Ist das, ja, hier sind das so Sitzroller. Aber ich war ganz klein und ich schätze, dass die dann immer noch erlaubt sind. Von daher ist das kein Problem. Aber was ich mir halt nicht vorstellen kann, warum die das bannen, das, also warum die das Gesetz wirklich in Kraft bringen, ist, weil du zum Beispiel in Städten wie Ahmed und Sidemen und so weiter gar nicht die Option hast, Grab und Gojek zu nutzen. Und wenn du noch mehr Autos hier in Bali hättest als jetzt sowieso schon, dann wäre das meiner Meinung nach eine Katastrophe, weil du momentan die Straßen und so weiter gar nicht ausgebaut dafür, dass hier so viele Autos langfahren. Also ist das einfach unserer Meinung nach... Bali ist halt eine Rolle. Ja, es ist so ein Gesetz, finde ich. Das haben die jetzt, so einen Gesetzentwurf, damit wollen die Leuten Angst machen. Ja. Denke ich. Die deutschen Medien schmeißen sich da drauf und dann ist es überhaupt nicht relevant. Das war unsere Meinung jetzt zum Bali-Urlaub hier in 2023. Macht euch keine Sorgen, liked das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bye, bye. Bye, bye.